Herzlich willkommen zu Jagdfieber mit Pavel Horak und Sven Sören Christoffersen. Herzlich willkommen zu Jagdfieber. Mein Name ist Markus Assenmacher, Hallensprecher der Füchse Berlin. Und heute zwei Jungs bei mir, nämlich unsere Spieler Sven Sören Christoffersen und Pavel Horak. Heute bei Jagdfieber die unzertrennlichen Pavel Horak und Sven Sören Christoffersen. Beides Top-Rückraumshooter. Beide teilen nicht nur eine Position, sondern auch viel Zeit in ihrem Privatleben. Ich glaube erstmal, sie wohnen nicht weit auseinander und unternehmen auch viel in der Freizeit zusammen. Das schweißt natürlich zusammen, dafür spielen sie auf der gleichen Position, reden jedes Training ganz viel miteinander und ich glaube, das schweißt sie so zusammen. Weil sie beide auf der gleichen Position spielen, weil sie sich darüber austauschen können und weil der Spitzensport auf Spitzenpositionen mehrere gute Spieler verkraftet. Herzlich willkommen bei Jagdfieber, Smöre und Pavel. Zum Thema Freundschaft haben wir das ein oder andere jetzt schon gehört, aber eine Sache freut mich und ganz viele Füchse-Fans ganz besonders, denn er ist wieder zurück. In Emstetten hat er schon gespielt, er hat heute gespielt, er hat wieder Tore gemacht, Smöre. Wie fühlt sich das an, nach so einer langen Zeit endlich wieder zu spielen? Es hat was von Befreiung, also es ist doch eine etwas längere Zeit gewesen und letztendlich war die ja zweigeteilt und nach der OP, die Zeit, wo ich zurück war, habe ich auch immer noch Probleme gehabt, insofern habe ich jetzt wirklich mal wieder so ein paar Trainingseinheiten absolvieren können, wo das Knie halt sich sehr, sehr wenig nur meldet und man sich wirklich wieder auf den Sport konzentrieren kann, bei den Spielen genauso. Und jetzt ist es einfach die Situation, dass man reinkommen muss in die Abläufe, die Timing-Geschichten verfeinert, aber grundsätzlich erstmal überwiegt die Freude, wieder auf der Platte zu stehen. Ich glaube, man muss sich auch einen gewissen Teil an Selbstvertrauen wiederholen, Selbstvertrauen in seinen Körper, Selbstvertrauen in die eigene Stärke, um sich einfach auch die Würfe zu nehmen, die man sich auch nehmen sollte. Ja klar, aber es waren, denke ich, heute gute wie nicht so gute Aktionen dabei. Was für mich immer auch sehr wichtig ist, ist, dass es in der Abwehr schon wieder passt. Da findet man immer relativ schnell rein und im Angriff sind es halt hier und da noch so ein paar Feinheiten, aber letztendlich hat es heute gereicht. Ich durfte mitspielen, wir haben gewonnen, alles passt. Du hast das Glück, du kannst wieder spielen. Unser lieber Pavel hat das Glück bzw. das Pech, er darf jetzt nicht spielen. Pavel, erklär mal ganz kurz, wie schlimm ist das, wenn du von außen zusehen musst, wenn gespielt? Ja, damit kommt man irgendwann klar, aber was mich sehr leid tut, ist, dass ich auch zweimal zurück nach der Verletzung kam und du hast mich nie gefragt, wie ich das empfand, weißt du? Das finde ich jetzt schade. Also ich bin jetzt sehr traurig darüber, aber... Du bist ein Heuler, das ist bekannt. Ja. Kannst du das wiederholen? Ja, du bist ein Heuler, ja. Danke. Aber du warst ja heute auch schon der Rosenkavalier, von daher sollte das wieder aufwiegen. Der Bachelor. Kannst du das wiederholen? Der Bachelor. Kannst du das wiederholen? Nein. Danke. Also wir haben auf jeden Fall keine Geschenke verteilt heute beim Spiel. Wie das Spiel heute aussah, das gucken wir uns jetzt an. Einer überstrahlt sie alle. Sven Sören Christoffersen, Berliner Nationalspieler, steht endlich wieder auf der Platte. Nach seinem Comeback vergangene Woche in Emstetten kann Smöre nun endlich wieder nach überstandener Knieverletzung im Fuchsbau agieren. Das ist super, jetzt haben wir endlich mal wieder Entlastung im Rückraum. Pavel ist ja jetzt auch noch verletzt, Baba ist auch ein bisschen angeschlagen, da brauchen wir Smöre auf jeden Fall. Und wofür sie den 29-Jährigen in der Offensive brauchen, dies bewies Sven Sören Christoffersen gleich zu Beginn der Partie. Dritter Wurfversuch, erster Treffer 1:1. Doch dann eine kurze Schrecksekunde, das Knie muss bandagiert werden. In einer ausgeglichenen Anfangsphase läuft noch nicht alles nach Plan im Berliner Angriffsspiel. Das Team braucht die Paraden ihres Torhüters Peter Stochel, der die Füchse in den Anfangsminuten vor einem höheren Rückstand bewahren kann. Die TuS in Lübecke will den Auswärtserfolg und der Pokalsieger braucht Abwehraktionen wie diese von Dennis Bojaric, um ins Rollen zu kommen. Tempo-Gegenstoß über Matthias Sachisson und der Schweden-Express ist nicht aufzuhalten. Die Füchse bleiben in Schlagdistanz. Und das auch dank der Wurfgewalt aus dem Rückraum. Fabian Wiede mit Wucht und Klasse und dem Drang zur Wiederholung. Wieder mit Wucht, wieder auf den langen Pfosten. Die Hausherren bekommen die Partie nun immer besser in den Griff und Peter Stochel ist auch am Boden schwer zu überwinden. Starke Fußabwehr des Routiniers, die Silvio Heinefetter höchsten Respekt abzollt.
Matthias Hachison ganz nach außen zu Frederik Petersen und der gekonnt aufs kurze Eck. Mit einer 2-Tore-Führung und einem weiteren Hammer von Fabian Wiede geht es in die Halbzeitpause. Ja, also es war die ganze Zeit ein Spiel auf Augenhöhe. Das wussten wir aber auch, dass das schwer wird heute gegen Lübeck. Aber ich denke mal, wir haben immer den kühlen Kopf bewahrt. Doch zu Beginn des zweiten Spielabschnitts können die Gäste binnen 3 Minuten in Führung gehen. Bei den Füchsen ist nun wieder die Qualität von Christoffersen gefragt. Der 2. Treffer des Rückraumrückkehrers. Es bleibt ein Spiel auf Augenhöhe, in dem nun auch Paul Drucks mitwirkt, der zuvor mit der A-Jugend der Füchse ins Halbfinale um die deutsche Meisterschaft einzog. Doch Zeit zum Verschnaufen gibt es für den Jungs da nicht. Ja, also ich habe 40 Minuten bei der A-Jugend ungefähr gespielt, das ist noch auszuhalten. Und hier habe ich jetzt, ich glaube, eine Viertelstunde gespielt. Im Endeffekt geht es dann. Ich hatte ja eine kleine Pause dazwischen, das war schon okay. Im Tor der Füchse beweist nun Silvio Heinevetter seine Qualität. Und im Angriffsspiel zeigt Ica Romero seine Übersicht, bedient Frederik Petersen mustergültig. Es folgt eine Szene, die diese Partie exemplarisch widerspiegelt. Ballgewinn von Ica Romero, der Fabian Wiede den Vortritt lässt. Doch der Youngster scheitert am Lübecker Torhüter. Doch der Spanier schaltet nicht ab, holt sich den Ball zurück. Auch wenn nicht alles klappt, die Füchse fighten und beißen für den Erfolg. Der letztlich auch nicht durch den 24:23 Anschlusstreffer der Gäste in der letzten Minute gefährdet wird. Denn Ica Romero setzt den Schlusspunkt zum 25:23. Platz 5 ist damit sicher, ein weiteres Saisonziel erreicht. Ich bin sowohl mit dem Spiel als auch mit dem Resultat sehr zufrieden. Wir haben gewusst, das wird nicht einfach. Nettelstedt ist eine sehr unangenehme Mannschaft, die hier sich einen schönen Sonntag machen wollte und davon ausgegangen ist, dass wir vielleicht schon ein bisschen Europapokal im Kopf haben. Und genau das haben wir nicht gehabt, sondern wir haben wieder sehr, sehr gut dagegen gehalten. Wir haben vor allem Spielern wie Christoffersen, Markus Riechwin und auch den jungen Spielern weiter die Möglichkeit gegeben, sich für dieses Wochenende zu präparieren. Und von daher bin ich wirklich sehr zufrieden mit all dem, was ich heute gesehen habe. Ein schöner Nachmittag war es auch für Sven-Sören Christoffersen, der sich am Anfang der Partie im Übrigen über Kumpel Pavel Horak freute, der den Bundesliga-Aufsteigerin der Spreefüchse entsprechend gratulierte und nun von Smöre den Spitznamen Bachelor erhielt. Es war ein knappes Spiel, es waren schöne Sachen dabei, schöne Tore. Die Halle war wieder recht gefüllt mit 7.439 Zuschauern. Erzählt mal, was ihr vom Spiel so mitgekriegt habt. Du hast natürlich mehr mitgekriegt, du hast draußen gesessen, du warst fokussiert. Also der Fokussierte sollte sprechen, ja? Auch der Fokussierte fängt jetzt an. Ist, glaube ich, sowieso besser, wenn ich spreche. Ja, es war sicherlich eine sehr kampfbetonte Partie. Wir haben uns ein bisschen schwer getan am Anfang. Nettelstedt war sehr, sehr kompakt und sehr robust. Haben dann gleich auch Tore aus dem Rückraum gemacht. Wir haben sie nicht so stellen können. Wir konnten dann aber nach und nach unser Tempospiel, glaube ich, so ein bisschen aufziehen. Haben dadurch leichte Tore machen können. Sie haben sich nach und nach schwer getan, sodass wir mit 2 Toren in die Pause gegangen sind. Die haben wir leider viel zu einfach hergeschenkt, sodass es dann doch wieder lange eine ausgeglichene Partie war. Aber am Ende kommen halt auch mit Ica Romero nochmal ein sehr routinierter Spieler wieder aufs Feld, der da seine Akzente setzt. Paul kommt mit viel Schwung. Fabi macht sowieso gut die ganze Partie über. Und ich denke, wir haben das heute auf mehreren Schultern verteilt und auch heute wieder gezeigt, dass wir eine sehr gute Truppe sind, die eben auch Ausfälle kompensieren kann. Ausfälle waren heute Bartolomej Jaszka, Pavel Horak haben nicht mitgespielt. Aber du sprichst eben Paul an. Paul kommt mit einer Dynamik aufs Spielfeld. Der hat heute schon mal gespielt. Der hat heute im Vorspiel mit der A-Jugend den Einzug ins Halbfinale perfekt gemacht. Der kommt auf die Platte, geht 1-gegen-1 und die Spieler stehen da und kriegen nichts mit. Nö, und das macht ihn ja auch aus. Das ist ja auch eine seiner Fähigkeiten, diese Dynamik, die er an den Tag legt. Und es ist natürlich super, wenn man so jemanden hat, der in der Schlussviertelstunde dann reinkommt und die Spieler, die dann vielleicht nicht mehr ganz so frisch sind, sich einfach stellt, die Taktik auch dahingehend ausgerichtet ist und er diese Räume eben auch nutzt, viele Zeitstrafen zieht, ein super Ding aus dem Rückraum noch reinschießt. Insofern ist doch klasse, wenn man solche Leute hat und die hier so reinwerfen kann. Pavel, du hast ein bisschen was mitgekriegt von der Stimmung in der Halle. Du hast ein bisschen was mitgekriegt vom Spiel. Versuche mal, etwas über das Spiel zu sagen. Es ist sehr wenig zu sagen, weil
ja, mein guter Freund Sören hat alles gesagt. Aber ne, es war, ich glaube, für Zuschauer war es ein sehr spannendes Spiel. Waren zwar einige Fehler auf beiden Seiten, aber das hat an dem Spiel oder dem Spiel nichts ausgemacht. Man hat zwei kämpfende Mannschaften gesehen und viele schöne Aktionen, viele tolle Paraden von den Torhütern und man hatte 60 Minuten Unterhaltung gehabt. Ich fand auch, es war eine tolle Unterhaltung. Für den Zuschauer ist es natürlich wesentlich schöner, wenn es ein knappes Spiel ist und natürlich mit dem positiven Ende für unsere Füchse. Wir haben eine Sache ganz positiv zum Abschluss gebracht. Wir haben unser Saisonziel schon erreicht, Platz 5. Wir haben so ganz nebenbei den DHB-Pokal gewonnen. Jetzt gibt es ja noch ein Ziel, 17. 18. Mai, vielleicht den nächsten Pokal zu holen. Und wer uns im Halbfinale zugelost worden ist, was da drumherum am Alex, am Fernsehturm alles so los war, das sehen wir jetzt. Die Mission ERF-Cup-Sieg im eigenen Wohnzimmer ist nun genauer definiert. Die Füchse Berlin treffen im Halbfinale am 17. Mai in der Max-Schmeling-Halle auf das Champions League-erfahrene ungarische Team aus Szeged. Wir haben unser Publikum im Rücken und ich glaube, dass wir in der Lage sind, jede Mannschaft der Welt zu schlagen, wenn wir in diese Euphorie reinkommen. Und von daher bin ich auch mit der Auslosung zufrieden. Nach dem Gewinn des DRB-Pokals wissen die Füchse nun auch, wie man einen Titel gewinnt. Der Tabellenfünfte wird den Liga-Alltag in den kommenden Wochen nutzen, um sich bestmöglich auf das Finalturnier vorzubereiten. Natürlich, so ein zweiter Pokal würde sich schon gut machen. Und wir wissen aber alle, dass das auch immens schwer ist. Ja. Nur noch Restkarten gibt es für das Endspielwochenende Mitte Mai. Neben einem großen Rahmenprogramm rund um das Turnier herum ist auch die Euphorie um die Pokalhelden außerhalb der Handballfamilie ein kleines bisschen größer geworden. Wir haben diesen Ritterschlag uns erarbeitet und sind jetzt Titelträger für unsere Stadt und für unser Land. Und von daher ist das natürlich besonders herausragend. Das spürt man natürlich an allen Ecken und Enden. Und auch die eingefleischtesten Füchse-Fans hoffen nach dem nationalen nun auch auf einen internationalen Pokaltriumph. Also ich hoffe auch, dass es klappt. Ich drücke denen uns ganz doll die Daumen und wir werden ganz doll anfeuern. Also, ja. Konstantini Grupolo und Co. wissen, wie es geht und wollen in dieser Spielzeit nun noch einen weiteren Pokal gewinnen. Im Halbfinale, haben wir mitbekommen, spielen wir gegen eine ungarische Spitzenmannschaft. Der Sponsor ist ein Salamihersteller, aber das ist alles andere als eine ganz leichte Nummer. Pick, check it. Was denkst du im Halbfinale? Andererseits musst du sagen, es ist ein Final-Four-Turnier um europäischen Cup. Insofern gibt es da keine einfachen Lose. Wir kennen Konstanza und wir haben zweimal gegen sie gespielt. Das wäre von der Vorbereitung sicherlich einfacher, weil man auch weiß, wie sie auf bestimmte Systeme von uns reagieren. Aber letztendlich nehmen wir, wer kommt. Und das ist jetzt eben Check It. Wir sind hier zu Hause, wir kennen die Halle. Die Leute werden größtenteils auf unserer Seite sein. Und da sehe ich unsere ganz große Chance drin. Wir sind motiviert, da ändert der DHB-Pokal auch nichts dran. Wir sind weiter hungrig und geben natürlich Vollgas hier zu Hause. Spekulativ angenommen, wir gewinnen das Ding, hätten somit Saisonziel Nummer 1 erreicht, 5. Platz, DHB-Pokal und in der ERF Cup, dann kann man mit ganz großen, lobenden Worten nur sagen, das ist mit Abstand die erfolgreichste Saison aller Zeiten der Füchse Berlin. Also so weit sind wir ja aber noch nicht. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, in solchen Situationen eben fokussiert zu bleiben, sich auch nicht zufrieden zu geben damit, was man erreicht hat, sondern es gibt eben noch diese große Chance und hätte, wenn und aber zählt dann nicht. 17. 18. Mai ist da wichtig und da geben wir Gas. Und ich hoffe, dass natürlich auch ganz viele Zuschauer noch dafür Sorge tragen, dass das hier im Fuchsbau so wird, dass alle Fans hinter uns stehen. Karten gibt es übrigens unter 030 44 30 44 30. Die eine oder andere Karte gibt es noch. Wer wäre dein Wunschgegner im Finale? Oder ist dir vollkommen egal? Letztendlich ist es vollkommen egal, aber ich denke, dass sich Montpellier durchsetzen wird. Und dann hat man wirklich einen sehr, sehr großen Gegner nochmal vor sich. Aber wie gesagt, hätte, wenn und aber, es nützt alles nichts. Wir müssen erstmal Check It schlagen. Es ist ja doch schon ein enormer Mannschaftsgeist in der Mannschaft. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, weil ich glaube, so ein Teamgeist versetzt einfach Berge. Ja, klar. Und es macht ja auch einfach Spaß, wenn man dann eben Erfolgserlebnisse hat. Und das hilft dann auch dem Teamgeist gegenüber. Ne? Also so eine Geschichte wie in Hamburg,
da rückt das Team dann auch ganz schnell mal wieder eng zusammen. Also das ist dann immer leichter, als wenn man im Misserfolg weiter miteinander arbeiten muss. Insofern ist das eine gute Nummer. In Hamburg war definitiv eine ganz tolle Nummer und ich fände es eine ganz tolle Nummer, wenn ihr beim nächsten Heimspiel dabei seid oder beim ERF Cup am 17. und 18. Mai. Das waren meine Studiogäste Sven-Sören Christoffersen und Pavel Horak. Tschüss. Tschüss.